Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight und ich hasse mein Leben. Ich will nicht in der Schule sein. Kuckuck. Da ist jemand an mir vorbeigerannt. Ich auch. Ein Deathslinger. Jetzt hasse ich mein Leben noch viel mehr, es ist ein Deathslinger. Nein, ich bin in der Nähe. Ich bin oben. Wo hängt er dich auf? Ich bin auf jeden Fall einfach mal mutig runtergesprungen. Ich brauche Heals, ich brauche Heals. Er kommt wieder. Er ist nicht bei uns anscheinend. Wo bist du? Wo drin? Rechts, links, links, rechts, marschieren. Ich höre irgendwo einen Djinn. Vielleicht über uns? Oder hier im Raum? Ist hier ein Tote? Ah, danke. Ich höre immer noch einen Djinn. Hier bin ich doch eben schon gewesen. Ich habe einen Gen gefunden. Huhu. Nicht Juhu. Oh mein Gott, er kommt zu mir. Über mir ist ein Loch. Okay, er ist weg. Und hier ist auch ein Gen. Der hat richtig Bock auf dich.
Ich hab Heartbeat. Nice, Arinsky. Gib mir die Heals. Was eine komische Runde. Arschbohrer. Ich erleuchte dein Hintern. Hier ist ein Gen direkt vorm Keller. Ich habe noch keinen einzigen Gen anbekommen, ne? Warum auch immer habe ich jetzt Lebensschenke auch auf einmal 100% voll bekommen. Warum auch immer, obwohl ich nur gechased wurde und niemanden geheilt habe gerade. Ich wäre fast raus gewesen. Egal, komm, ein Gen noch. Gib ihm. Dämonheimer ist bei mir. Ich heile sie. Wir auch. Ich bin im Schrank, mich heilen. Geheilt, alles gut. Wo seid denn ihr?
So, ich bin jetzt oben. Aber ich muss euch erst mal finden, Faller. Ach, du bist jetzt unten. An dem Schrank schafft Todesarbeit. Der ist unter mir. Gehe ich mal von aus. Der macht so das Tor auf. Und geht. Tschüssikowski, Deslinger. Das war somit die erste Runde. Wir sehen uns gleich in der zweiten wieder. Und damit willkommen zurück zur zweiten Runde. Okay, wir starten zu viert. Alles klar. Tschüss. Na toll. Nein, ich habe zu spät reagiert. Ich komme in den Keller. Ich will doch nur mein Tod haben. Wenn die unten sind, darf es halt nur nicht erwischt werden. Dann kannst du die deaktivieren. Mit WASD wird dir dann angezeigt, was du klicken musst. Also oben, unten, links, rechts. Dankeschön. Mein Glück. Dann kann ich mich ja eben heilen. Wenn die mich jetzt aus dem Schrank zieht, ne? Ja, ich bin tot. Wenn du im Schrank bist, bist du trotzdem One-Shot, wenn du in den Boden bist. War mir auch noch nicht so bewusst. Habe ich noch nie ausprobiert, dass du dann One-Shot bist. Ja, ich bin tot. Nee, sie lässt jetzt von mir ab. Ich bin hier gerade eine richtige Piep zusammen. Einfach in den ersten 10 Sekunden sozusagen schon D.O.A. Bin einfach kein einziger Gen an.
glaube, der will dich retten. Ja, ich glaube, der Jake kommt. Vor allem, ich habe die Aufgabe, andere abzuhaken und häng einfach selber permanent. Ja, das war mir nicht bewusst. Dass, wenn ich in einem Schrank bin, ich trotzdem die Nötschelle kriege, wenn eine Drohne da ist. Mein Gen war ziemlich weit. Aber da chase jetzt gerade die Mac. Ach, die war, glaube ich, schon auf Palette. Ja, ich hab sie wieder am Vor. Ich bin auf jeden Fall dead. Oder auch nicht. Sie hat abgelassen. Magst du einen Schein? Oh, hi Jake. Wem ist die Killerin denn jetzt? Ah. Ich mach mal eine Drohne weg. Da ging der erste Gen an. Hier haben wir jetzt den Gen. Ja. Oh mein Gott, sie hat mich nicht gesehen. Oh, sie kommt hier hin.
jetzt hat sie hier überall Drohnen. Ich höre dich doch hier irgendwo heulen. Ja nicht, wie ich mich gerade erschrocken habe, weil ich ja nur nicht mehr Heartbeat hatte. Weil du, glaube ich, Dings bist, wenn du kurz in den Drohnen war. Boah. Halben Herzinfarkt. Ich gehe da mal die Radieschen von oben oder U10, keine Ahnung. Mein Herz. Einfach in mir drin? Egal. Ich bin jetzt bei der Meg. Kann das sein, dass der Elmer immer nur verletzt wird, aber noch nie hing? Elmer, verrat uns deinen Trick mit ihr. Warum duckst du dich eigentlich, wenn die nicht in der Nähe ist, Kumpel? Yeah. Der will dich nicht. Jetzt hinter einem Stein. Weil die Killerin kommt. Die Paletten da sind halt alle schon weg, ne? Kann es sein, dass sie die einfach nur hinterher rennt und dich nicht schaut? Die müsste doch schon safe 10.000 Mal hier am Arsch geklebt haben jetzt. Jetzt auf jeden Fall. Ja, die will reinschlagen. Ja, der bewegt sich nicht viel. Hab ich noch nie drauf geachtet. Jetzt ist ja das Bambusgras. Ja. Ja, ist er immer noch. Verstehe ich nur nicht, weil er hat ja noch nicht mal ansatzweise Heartbeat. Und sich da die ganze Zeit reinzuducken. Sie hat ihn gefunden. Und sie starrt ihn an. Er sagt ja, sie sagt nein.
ich aber nicht hochheilen. Er stirbt in der Check. Das war dann somit die zweite Runde. Wir sehen uns gleich in der dritten und letzten wieder. Okay, let's go. Willkommen zurück zur dritten und letzten Runde. Auf Garten der Freude. Ich gehe hoch ins Main. Da bin ich mit extra fruchtig. Ich hab sowas von überhaupt keine Ahnung, wer es ist. Eine Legion. Ja, nee, ist klar. Ist er hinter mir her? Ich hab keinen Heartbeat. Doch, die ist noch hier. Aber sie hat die andere gefunden. So, und da ich mich noch nicht gemeldet habe, dürfte sie mich jetzt eigentlich nicht sehen. Schaffe ich das Totem, bevor ich mich melden muss? Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Hab's geschafft. I have a problem, sie läuft zu mir. Oh mein Gott. Okay. Ich bin mal kurz im Schrank, mich heilen.
Mich hat's auch gerade in der Nase gejuckt. Ah, hat nicht geklappt. Ich wollte für dich einen Hit tanken. Boah, die Mac mich gerade erschrocken. Hat Bambusel. Sie hat von mir abgelassen. Hi. Was geht ab? Ah, süße Seelen auf der Nase. Ich hab gehört, du machst einen Schein. Aber nicht hier. Lieber hier so. Danke dir vielmals. Das kann sein, dass wir uns geswitcht haben, ne? Ich gehe abgucken. Ja, der ist ins Main gegangen mit der Hex. Mist.
ich habe die Nötschelle gekriegt. Mist, die hätte jetzt, wo ich liege, hätte Attention angeben müssen. Das wäre so Bombe gewesen. Ja, ich komme in den Keller, geht einfach raus. Bei mir ist ein Ausgang. Also zur Not, ich bin Fürst. Chillt auf euer Leben. Irgendwer sneakt auf jeden Fall in meine Richtung. Die Hex vermacht einen Tote. Ich hab Heartbeat. Jetzt wieder weg. Ja, jetzt hat die Kill-Ampo. Mega, danke Mac. Ich gehe jetzt hier schnell an den Ausgang. Aber du kommst raus, ne? Safe, geil. Ey, Mac, bleib mal hier. Du musst einen Hit hinken, wenn er kommt. Okay, ich komm raus. Okay, bin raus. Das war dann somit die dritte und letzte Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ciao!